Dieses idyllische Kleinod kann nur entdecken, wer sich zu Fuß auf den Weg macht durch den Lenghammer Wald bei Bad Birnbach. Seit mehr als 300 Jahren lädt die Holzkapelle Wanderer zur Einkehr ein. Gebaut wurde sie einst aus gutem Grund von der Familie von Minna Siegel. Man weiß das nicht so echt. Das heißt einfach, meine Vorfahren, die sind da nach Samerei Wolfarten gegangen, weil das Vieh krank war. Die Mutter war nicht gut drauf und jetzt beten wir da um die Hilfe. Da in dem Eckerl anscheinend ist die Mutter zusammengebrochen und dann hat der Vater das Gelöbnis gemacht. Mei, wenn das wieder alles gut geht und die Viecher gesund werden und vor allem Mama, dann um die Mutter, dann bauen wir da eine Kapelle. Ein im Bistum Passau sehr berühmter Wallfahrer kniete hier früher regelmäßig, um vor allem zur Mutter Gottes zu beten. Der Bistumspatron und heilige Bruder Konrad. Ja, weil der Bruder Konrad, der ist ja in Potsdam geboren und der hat immer den Weg zu Gott gesucht und hat alle Kirchen besucht. Und da hat er natürlich da einen Einkehr gemacht bei der Kapelle. Bruder Konrad, hilf uns allen, die wir zur Kapelle wallen. An diesem Ort fühlte er sich Maria besonders nahe. Das hat er selbst erzählt. Weil meine Großmutter hat ja noch Kind. Die wusste ja nur, wer er ist. Und die Bilder haben wir noch in der Küche drin hängen gehabt. Ebenso verbunden ist Minna Siegel mit der Madonna, die direkt über dem kleinen Altar ihren Platz hat. Die Madonna haben wir wieder geschnitzte gekauft und das Kleid habe ich dann besticken lassen. Und der Stoff ist von meinem Brautkleid. Kein Wunder, dass Maria hier so schön ausschaut. Mindestens 300 Jahre alt sind auch die mächtigen Buchen, die die Holzkapelle auf der kleinen Lichtung schützend umrahmen. Die Schindeln für die äußere Verkleidung wurden mit Holz aus dem Bayerischen Wald von Hand gefertigt. Und ums Dach hat sich Minna Siegel zusammen mit ihrem Mann gekümmert. Da sehe ich mich heute noch da oben in luftiger Höhe auf Nacht um Simme und haben das Dach gestrichen. Ja, aber ich muss sagen, die Kapelle hat schon einen Segen. Es strahlt schon was aus, weil es ist einfach, es gehört einfach daher. Unzählige Wallfahrer sehen das offenbar genauso und haben über die Jahrhunderte ebenso unzählige Bilder, Votivtafeln und auch Rosenkränze hinterlassen. Bleibt nur noch die Frage übrig, wann kommen Sie hier mal vorbei?